Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben den 15.04. Die Honigräume wurden über Absperrgitter gegeben. Es sind aufgebaute Rähmchen sowie Mittelwände. Mittlerweile sollten die Mädels hier weitergeschafft haben und das kontrollieren wir jetzt mal. Also was sehen wir? Wir sehen, dass die Bienen im Honigraum sich befinden. Es ist relativ feucht, merke ich gerade. Und es wird auch schon Nektar eingetragen. Ganz unten in den Zellen sind die ersten Tropfen. Die Bienen sind gut dabei. Wunderbar, Nektar, ganz frischer Nektar. Das sieht man, riecht man, spürt man mit allen Sinnen. Das sieht sehr gut aus. Natürlich sehr wenig bis jetzt, aber es kommt auf jeden Fall Nektar rein. Und lecker, Frühtracht. Lecker, lecker, lecker. Frühtracht ist mein liebster Honig. Der ist jetzt wirklich richtig lecker, dieser Tropfen gewesen. Das wird ein ganz leckerer Honig. Jetzt schauen wir aber noch mal unten rein, ob es da irgendwelche Anzeichen gibt oder sich Probleme abzeichnen. Also das Absperrgitter liegt direkt auf den Rähmchen auf, parallel zu den Wabengassen. So, hatte ich hier einen Baurahmen gegeben? Nein, hier habe ich keinen Baurahmen gegeben. Also werden höchstwahrscheinlich die Bienen in den Hochboden ihre Drohnenbrut hineinbauen. Kann man machen lassen. Muss man nicht, kann man. Also die 9. Wabe, was sehen wir? Frischer Nektar, ein Pollenkranz, Brut, frische Brut, verdeckelte Brut innen. Schöner Kreislauf, auf der anderen Seite auch. Können wir mal auf die Seite legen. Schauen wir mal weiter. Also die 9. Wabe, wenn die so aussieht, ist es okay, aber die 8., 7. sollte nicht so aussehen. Also super, so habe ich es mir gedacht. Etwas größeres Brutfeld und Pollenkranz und die Drohnenbrut hängt unten dran. Genau, also weil die keinen Drohnenrahmen haben, bauen die unten dran. Das ist klar. Die wollen auf jeden Fall bauen. Das ist schön. Das kann man ernten. So. Man sagt die 10. Wabe, kann man die 10. Wabe vielleicht umhängen. Dass ich dann einen Drohnenrahmen geben kann. Ja, das ist leer. Also setzen wir das mal weg. Die Brut setzen wir wieder rein. Schauen wir noch eine weitere Wabe an. Wie sieht es hier aus? Ja, die Bienen hängen etwas durch. Frische Stifte, Brut mitten im Brutfeld, ein Pollenfeld. Das muss verbrütet werden, die brauchen Platz, die brauchen massiv Platz. Hier müssen wir einen Kunsttrick anwenden, um hier Platz zu schaffen, dass die Königin Eier legen kann. Und wenn die Eier legt, dann wird der Pollen rasend schnell verbraucht und die anderen Waben werden frei. Ja, also hier sehen wir ein schönes Brutfeld, das ist wirklich von Holz zu Holz. Bisschen Futter, bisschen Pollen, dazwischen ein bisschen Pollen, aber Eier, das ist so ein Brutfeld, das finde ich richtig gut. Auf der anderen Seite noch besser. So soll es aussehen. Perfekt. Ah, was haben wir da? Was haben wir hier? Ja, also ich drehe es mal so, dass ihr es vielleicht auch besser sehen könnt.
Hier ist eine Weißelzelle, die habe ich jetzt ein bisschen aufgemacht und es liegt auch ein Ei drin. Ja, ein Ei ist drin, also die wollen sich schon eine neue Königin ziehen. Ziemlich früh im Jahr, aber wenn man stark ist, dann hat man Bock auf sowas. Ja, also hier ist auch eine Weißelzelle, hier auch. Okay, hier ist noch kein Ei drin, bei denen auch nicht. Die tun wir aber vorsichtshalber mal noch zerdrücken. Das kann ich nicht gebrauchen. So einen frühen Schwarm. Also 15. April, Beginn der Schwarmkontrolle. Beziehungsweise Kontrollen. Für diese Zeit ist der Platz nicht ausreichend, wenn die Königin hier nicht ihre Eier loswerden kann. Eine tolle Wabe, voll mit Stiften, ganz jung, ganz frisch. Hier könnte die Königin noch drauf sein, wenn nicht schon davor gewesen auf den Rähmchen. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ah, da ist sie. Da ist die Königin. Wer sieht sie? Wer sieht die Königin? Ja, ein schönes Tier, schön dunkel, eine schöne Karnika. Also das wird ein schönes Brutbrett. Schauen wir noch die letzte Wabe an. Sehr schwer. Nektar eingetragen, Futter und was haben wir? Ein Spielnäpfchen. Hier unten auch. Also hier brauchen wir massiv Platz. Die könnten wir eigentlich auch wegstellen. Also die Königin ist einfach hier sehr stark. Die braucht Platz. Die braucht, will ihre Eier loswerden. Und wenn das nicht passieren kann, dann schwärmt man gerne auch mal aus. Was brauchen wir jetzt hier? Hier brauchen wir einen Drohnenrahmen und nochmal Platz für Eier. Nun gut, also jetzt gibt es hier ein Leerrähmchen als Drohnenbrut. Rähmchen, ja, so oder so, schwierig, welche Seite. Eigentlich ist der Pollen da, deswegen müssen wir jetzt hier ein bisschen umbauen. Die Stifte mit der Königin kommen jetzt leider an den Rand. So ist es. Aber die Temperaturen sind okay, die Bienen können es heizen, das passt. Schön an den Rand. Dann wird hier das komplett rüber geschoben. Vorsichtig, keine Biene quetschen. Und dann kommt jetzt hier eine ausgebaute Wabe hin, mitten ins Brutfeld. Das wird hier nochmal schön zusammengeschoben und dann nochmal etwas auf. Da kommt der Drohnenbrut hin. So, perfekt. So, ihr Lieben, ihr müsst jetzt runter. Gut, Absperrgitter drauf, Honigraum rauf. Da habe ich jetzt zwei Rähmchen rausgenommen. Können wir eigentlich auch an den Rand machen. So, alle werden weggeschoben. Und dann kommen die zwei Randwaben vom Brutraum. Ohne Brut. Mit Pollen und Nektar und Honig. In den Honigraum. Das mache ich jetzt so. Und das ist gut so. Die leeren Waben schüttle ich jetzt ab. So, Folie drauf, Holzdeckel drauf. Blechdeckel drauf, Stein drauf, fertig.